Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch doch auch bestimmt schon mal irgendwann gefragt, wie wäre die Welt, wenn Hitler zum Beispiel nie geboren worden wäre? Oder was wäre, wenn die Menschen Winterschlaf halten würden, weil die Eiszeit nie geendet hätte? Ja, und um genau solche Geschichten soll es heute gehen, diese Was-wäre-wenn-Stories. Ich habe letztes Jahr NSA von Andreas Eschbach gelesen und da geht es darum, dass, ja, was wäre, wenn die Nazis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein Überwachungsinstitut gehabt hätten, so wie es eben die NSA ist. Was wäre dann passiert? Was hätte das für Auswirkungen gehabt, wenn es halt sowas wie das Internet und so weiter alles schon gegeben hätte? Und das hat mich wirklich unfassbar, ja, zum Nachdenken gebracht und es war ein wirklich, wirklich wunderbares, ganz, ganz grandios, tolles Buch, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich würde echt gerne mehr von diesen Was-wäre-wenn-Geschichten lesen und deshalb habe ich euch heute 5 Bücher mitgebracht, die, ja, Was-wäre-wenn-Szenarien behandeln, die ich auf jeden Fall gerne in nächster Zeit mal lesen möchte. Und auch soll dieses Video ein Aufruf an euch sein, wenn ihr weitere Was-wäre-wenn-Bücher kennt, die, ja, vorhandene Geschichte oder also vorhandene Geschichten nehmen und das verändern, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich bin da immer noch weiter auf der Suche nach neuen Büchern, die halt eben, ja, Was-wäre-wenn behandeln. Als erstes habe ich euch ein Buch mitgebracht, was ich auch schon da habe, und zwar Geschichte machen von Stephen Fry. Das ist eben ein Roman, der sich der Frage stellt, was wäre, wenn Hitler nie geboren worden wäre. Es geht um 2 Akademiker, die, ja, eben in der Zeit zurückreisen, das Jahr 1888 nach Braunau und eben versuchen, ja, zu verhindern, dass Hitler gezeugt oder geboren wird. Ich weiß es nicht so genau. Also ein sehr, ja, witziger Roman. Also ich glaube, es ist eine sehr, ja, humorvolle Geschichte. Stephen Fry ist ja auch ein englischer Komiker und da geht es eben darum. Dieses Buch will ich jetzt auch ganz bald lesen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin gespannt, was Stephen Fry sich da ausmalt, was mit der Welt passiert wäre, wenn Hitler nie geboren worden wäre. Ja, ihr merkt schon, sehr viel Konjunktiv in diesem Video, aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Als nächstes habe ich ein Buch, hier, das habe ich noch nicht da, aber ich blende es euch ein, das möchte ich unbedingt haben, und zwar ist das Eiswelt von Jasper Ford. Das ist der neueste Roman von Jasper Ford und da geht es ja auch auf sehr humorvolle Art eben darum, was wäre passiert, wenn die letzte Eiszeit nie zu Ende gegangen wäre, was wäre passiert, wenn die Menschen deshalb Winterschlaf halten, weil es im Winter einfach viel zu kalt ist. Und da geht es eben ja um einen jungen Mann, der halt eben dazu auserkoren wird, einer von diesen sogenannten, ich glaube, die heißen Wächter oder sowas zu sein, die halt eben darauf achten oder halt eben auf die Menschen aufpassen, während halt der größte Teil der Menschheit eben im Winterschlaf ist. Gibt es halt ein paar, die halt darauf achten, dass halt nichts passiert, die halt irgendwie diese Häuser instand halten und was auch immer, wie auch immer das so passieren mag. Da bin ich auch super gespannt drauf. Ich liebe Jasper Ford und jetzt hat er eben diese Was-wäre-wenn-Geschichte geschrieben und da freue ich mich unfassbar drauf. Ich möchte dieses Buch unbedingt haben, ich möchte es unbedingt lesen. Ganz klar eines der Bücher, auf die ich mich am meisten freue dieses Jahr. Das Buch ist, glaube ich, von letztem Jahr und dieses Jahr werde ich es sehr, sehr wahrscheinlich lesen. Es wird hier sehr wahrscheinlich bei mir einziehen. Als nächstes ein Buch, was ich auch schon hier habe, Thomas Brussig, das gibt's in keinem Russenfilm. Und da geht es eben darum, was wäre, wenn die DDR bis zum heutigen Tag existiert hätte und es ja den Mauerfall und alles drumherum nie gegeben hätte. Was wäre, wenn Deutschland immer noch geteilt wäre? Ja, und zwar geht es eben um Thomas Brussig, also Thomas Brussig schreibt über Thomas Brussig, aber halt wie sein Leben wäre. Er schreibt quasi eine Biografie, wie sein Leben wäre, wenn er halt in der DDR weiterhin gelebt hätte und eben die Wende nie gekommen wäre. Und darum geht es in diesem Roman, auch ein deutscher Roman, relativ dünn und ich glaube auch sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder sehr humorvoll gehalten wird. Das finde ich auch immer schön bei solchen Geschichten. NSA ist da gar nicht so. Also NSA ist wirklich, das geht einem wirklich sehr nah. Das ist auch sehr, ja, ernst zu nehmen. Also das ist wirklich krass. Aber jetzt die Bücher, die ich so gefunden habe bei meinen Recherchen, das waren halt meistens eher humorvolle Bücher. So, als nächstes
ein Buch, was ich auch unbedingt lesen will, hier eingeblendet, Der Anschlag von Stephen King. Beschäftigt sich mit der Frage, ja, was wäre passiert, wenn John F. Kennedy nie erschossen worden wäre? Jetzt eine Sache, die für uns Deutsche vielleicht gar nicht ja so greifbar ist. Viele von euch werden sich da auch nicht dran erinnern, dass das passiert ist. Das war, wann war das? 1962 oder so? Also es ist schon echt lange her. Und trotzdem ist es eine Sache, die ich finde sehr interessant ist, mal darüber nachzudenken, was da passiert wäre. Es geht in dem Buch eben um einen jungen Mann wieder auch, der halt auch durch Zufall an so eine Zeitmaschine irgendwie gerät oder durch sein Zeitloch oder so und dann halt eben zurückreist in das Jahr 1958, meine ich, und dann halt eben versucht, ein paar Jahre später dann den Anschlag zu verhindern. Auch ein sehr interessantes Konzept. Ich habe noch nie was von Stephen King gelesen. Denn so diese ganzen Horrorsachen, die er ja meistens schreibt, Krimi, Thriller, das ist eigentlich gar nicht so meins. Also Horror habe ich mich irgendwie noch nie so wirklich dran getraut. Und Thriller, da bin ich ja auch eher, da kann ich ein paar von lesen, aber mehr auch nicht. Krimis lese ich eh auch eher seltener. Aber Der Anschlag von Stephen King, ich habe auch gelesen, dass das halt eher ein untypischer King ist, weil es halt eben in eine ganz andere Richtung geht. Das ist ein Buch, was mich wirklich interessiert, was ich auch unbedingt haben möchte. Das wird hier auch, denke ich, dieses Jahr noch einziehen, einfach weil mich das so sehr interessiert und ich unbedingt mal mehr Was-wäre-wenn-Geschichten lesen möchte. Ja, und als letztes habe ich euch ein Buch nicht mitgebracht, denn es ist noch gar nicht erschienen in Deutschland. Und zwar Spieglein, Spieglein, A Twisted Tale, ein Buch aus dieser Reihe von Disney, A Twisted Tale, das jetzt, ich habe es mir aufgeschrieben, am 3.9.2020 im Carlsen Verlag auf Deutsch erscheint, zusammen mit dem Twisted Tale von Mulan. Ja, das ist jetzt was anderes. Also es ist jetzt keine Geschichte, die halt, also kein historisches Ereignis, was verändert wird, sondern eine bestehende Geschichte, die verändert wird. Und ich finde, das ist auch super interessant, weil über sowas kann man sich auch ja super viele Gedanken machen. Und die Geschichte der klassischen Disney-Zeichentrickfilme, die kennt ja auch jeder. Gerade auch, wenn man halt mit den Märchen ein bisschen vertraut ist, auf die, ja, zumindest die älteren Disney-Filme basieren da ja noch etwas stärker drauf, die neueren ja eigentlich nur noch sehr lose. Also wenn man so an Rapunzel oder Frozen denkt, das ist ja nur noch sehr lose mit den Originalmärchen verknüpft. Aber ich finde, das ist trotzdem super interessant, da eben drüber nachzudenken, was wäre wenn. In Mirror Mirror, beziehungsweise Spieglein Spieglein, wie es jetzt auf Deutsch dann bald heißt, geht es darum, was wäre, wenn die böse Königin nicht Schneewittchen, sondern den Prinzen vergiftet hätte. Ja, ich glaube, ich erwarte mir da so ein bisschen von so ein Female Empowerment Roman und halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen so das taffe Schneewittchen und so ein bisschen, ja, mehr so in diese Richtung. Fände ich zumindest richtig cool, wenn das so in diese Richtung gehen würde. Da freue ich mich auch super drauf. Ich habe diese Reihe schon ein bisschen länger auf dem Schirm, gerade weil ich halt auch ein kleiner Disney-Fanboy bin und ja, das ziemlich gut finde, diese ganzen Filme. Und habe aber halt immer so ein bisschen mit mir gestruggelt, weil ich meine, das wird sehr einfach wahrscheinlich zu lesen sein. Aber ich hatte halt irgendwie nie so die Muße, mir die jetzt zu kaufen und mir die halt zu importieren irgendwie aus England über Amazon oder weiß ich nicht was, weil ich halt auch noch so viele Bücher da habe. Jetzt habe ich aber gesehen, beziehungsweise mir wurde gesagt, dass Twisted Tale halt eben auch auf Deutsch erscheint. Und da freue ich mich super drauf. Also Mirror Mirror ist nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl wäre gewesen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, auf jeden Fall Dornröschen. Es gibt da auch einen, ich glaube, das ist auch einer der ersten Twisted Tales, die es gab. Was wäre, wenn Dornröschen niemals aufgewacht wäre? Ja, das finde ich super interessant. Da hoffe ich, dass die Reihe in Deutschland auch gut ankommt und die dann auch übersetzt werden. Ich finde die Cover, die sie zum Glück aus dem Englischen übernommen haben, finde ich auch richtig schön. Die sind wirklich richtig gelungen. Die fangen diesen klassischen Disney-Film-Vibe irgendwie ein, aber führen das halt alles so ein bisschen weiter. Und ich glaube, die sehen richtig schön im Regal aus. Ich habe euch mal aufgeschrieben, was für Sachen es da so alles gibt. Das kann ich euch ja mal kurz vorlesen. Es gibt eine Twisted Tale zu Dornröschen, Die Schöne und das Biest, Mulan. Da hat es jetzt gerade geklingelt und ich bin unterbrochen worden und ich weiß nicht mehr ganz, wo ich war. Ich glaube, ich habe gerade diese Liste vorgelesen, was es für Disney What Ifs gibt. Und zwar gibt es einmal Aladdin, Dornröschen, Die Schöne und das Biest, Mulan. Und das ist auch die Reihenfolge, in der die erschienen sind. Und ihr merkt, auf Deutsch fangen die nicht mit den chronologischen an, sondern ich glaube mit denen, die halt einfach am erfolgreichsten waren. Und das sind halt einmal ja Schneewittchen und ich glaube, mit Mulan kommt jetzt halt auch dieses What If raus, denn da sollte ja eigentlich auch dieses Jahr der Mulan-Kinofilm, das Remake, rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon verschoben haben wegen Corona und so, keine Ahnung. Aber da kann ich mir vorstellen, dass sie deshalb dieses
Twisted Tale Mulan rausbringen. Dann gibt es noch was zu Ariel, Frozen, Peter Pan, Cinderella und jetzt erscheint dieses Jahr auch noch Alice im Wunderland, What Ifs. Ja, wenn euch da genauer interessiert, worum es da jeweils geht, dann googelt es einfach mal, dass jetzt alles hier runterzurattern würde, ein bisschen den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall freue ich mich super, super, super doll auf dieses Buch und bin richtig froh, dass der Carlsen Verlag die jetzt übersetzt oder übersetzt hat und die dann auch rauskommen. Das waren auf jeden Fall alle Bücher, die ich euch jetzt vorstellen wollte, die halt so, ja, was wäre, wenn Szenarien behandeln, vor allem ja von ja, historischen Ereignissen, aber jetzt eben auch die letzte Reihe von ja, bekannten Geschichten, die verändert werden. Und bitte, 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 wenn ihr da irgendwelche Bücher kennt, die bekannte historische Ereignisse oder auch bekannte Geschichten, so wie jetzt zum Beispiel Schneewittchen, nehmen und da ja, diesen Was-wäre-wenn-Aspekt drauflegen, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich wäre da unfassbar dankbar für, wenn ich da noch ein paar mehr Bücher kennenlerne, weil mich dieses, ja, ist das ein Genre? Ich glaube nicht, aber weil mich diese Art von Büchern einfach total fasziniert und ich das einfach super spannend finde. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich freue mich sehr, da eure Anregungen zu hören. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.